Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kuschel und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Affenbomben, Monkey Bombs auf Blood of the Dead für umsonst bekommt. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist wirklich ein ganz kleines Easter Egg. Wenn ihr andere Tutorials für Easter Eggs für Black Ops 4 Zombies braucht, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei. Ich habe einiges hochgeladen und lasst doch auch ein Abo da. Ja, auf Blood of the Dead könnt ihr zum einen einmal die Monkey Bombs aus der Kiste bekommen. Aber es gibt auch hier ein kleines Easter Egg, mit dem ihr die komplett gratis bekommen könnt. Alles, was ihr dazu braucht, ist eure Spezialistenwaffe auf Stufe 2. Das heißt, ihr müsst etwas damit töten und sie im Game aufleveln. Ihr seht, unter eurer Spezialistenwaffe ist immer so eine kleine Nummer angezeigt. Am Anfang ist sie auf Level 1, wenn ihr dann Zombies damit tötet, levelt sie auf 2 auf und dann irgendwann auf Level 3. Ihr müsst diese nun mindestens auf Level 2 hochleveln. Das dauert wirklich nicht lang, könnt ihr in den Low Rounds machen. Und dann müsst ihr an die Stelle gehen, die ich euch jetzt im Video zeige. Und zwar unter der Treppe, dort wo auch so ein Hund an der Wand ist, den ihr füttern müsst, ist so eine kleine Ecke. Und wenn ihr dort hinausguckt, dann seht ihr eine steinerne Monkey Bomb Statue. In dieser Ecke müsst ihr nun mit eurer mindestens Stufe 2 Spezialistenwaffe Zombies töten. Und ihr seht, dass diese Statue nun Seelen aufnimmt. Ja, wenn ihr es nicht auf einmal schafft und ihr die Spezialistenwaffe erst wieder aufladen müsst, ist es auch nicht so schlimm. Geht einfach hierher wieder her und tötet wieder mit der Spezialistenwaffe, sobald sie halt wieder verfügbar ist. Wenn ihr irgendwann genug Zombie-Seelen gesammelt habt, ja, dann werden keine Seelen mehr aufgesaugt. Und wenn ihr euch umdreht, dann seht ihr, dass die Affenbombenstatue nun rot glüht. Also der Kopf der Statue glüht rot. Einfach mit einer Waffe anschießen. Ich habe hier einmal mit der Blunderger draufgeschossen. Oder ihr könnt auch mit irgendeiner anderen Waffe draufschießen. Und sobald ihr einmal draufschießt, verschwindet diese Statue. Alles, was ihr jetzt machen müsst, ist, geht einmal zum Spawn der Karte zurück und jetzt befinden sich hier Monkey Bombs auf dem Tisch. Die könnt ihr einfach aufnehmen, aber Vorsicht, wie gesagt, wenn ihr das Tomahawk beispielsweise habt, die Monkey Bombs ersetzen euer Tomahawk. Alles in allem richtig cooles Side-Easter Egg. Monkey Bombs zu haben ist wirklich sehr, sehr gut auf Karten. Vor allem finde ich, dass bisher das Tomahawk auf dieser Karte jetzt nicht so der Burner ist. Also werde ich, wenn ich spiele, wahrscheinlich eher noch Monkey Bombs mitnehmen. Vielen lieben Dank fürs Gucken, Leute. Ich hoffe, das Video war hilfreich und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream.